Ja, ich habe verschiedene Male mit Walser zu tun gehabt, aber ich spreche jetzt nur vom Jahr 2019, wo ich mich mit ihm intensiv beschäftigt habe im Rahmen der Feierlichkeiten zu Gottfried Keller. Das war das eine, 200 Jahre Gottfried Keller, und Robert Walser hat auf seinen berühmten, übergroßen Vorgänger geschaut. Aber davon möchte ich jetzt hier nicht erzählen, sondern vom zweiten Experiment. Ich schreibe ja im Literarischen Monat Kolumnen zusammen mit Christoph Burkhardt, und die widmen sich der Verbindung von Literatur und Kulinarik im weitesten Sinne. Wir sind die Maulhelden, die über Literatur schreiben. Und da gibt es eine Kolumne Wursten mit Walser. Und diese Kolumne möchte ich jetzt vorlesen. Zuerst den Text von uns und dann das Rezept, wie man mit Walser wurstet. Von Umglänztheit blitzen. Es war 1916, vielleicht auch 1917, jedenfalls tobte der Krieg draußen in Europa. Männer lagen in Schützengräben, hatten Hunger und das Krachen von Kanonen in den Ohren, ließen sich in Dienst an ihren Vaterländern zermalmen. Männer im Fleischwolf des Ersten Weltkriegs. Robert Walser, der nicht zu ihnen gehörte, setzte die folgenden Sätze aufs Papier. An was denke ich? An eine Wurst. Es ist schrecklich, Jünglinge, Männer, die ihr dem Staate dient, auf die der Staat seine Hoffnung setzt, betrachtet mich sorgsam und nehmt an mir ein abschreckendes Beispiel. Denn ich bin tief gesunken. Ich vermag mich vom Gedanken nicht loszureißen, dass ich soeben noch eine Wurst besaß, die nun für immer dahin ist. Soweit der Text von Robert Walser. Was war geschehen? Eigentlich nichts Besonderes. Ein Mann hatte eine Wurst gegessen und dies, wie es sich gehört, mit großem Genuss. Wunderbar geräuchert war sie, schreibt Walser. Und mit entzückenden Speckmocken war sie gespickt. Und eine durchaus stattliche, annehmbare Länge hatte sie. Und einen Duft hatte sie. So milde, so bestrickend. Und eine Farbe. So rot, so zart. Und gekracht hatte sie, als ich sie zerbiss. Ich höre noch jetzt beständig, wie sie krachte. Und saftig war sie. Etwas Saftigeres habe ich in meinem ganzen Leben nie gegessen. Der Erzähler im Prosastück Die Wurst ist kein gewöhnlicher Wurstesser. Er hat einen ganz einzigartigen Sinn für Schönheit und auch für die Flüchtigkeit allen Seins. Kaum war nämlich diese fragliche Wurst, von der Robert Walser schreibt, verputzt, packte ihn der Schmerz über ihren Verlust und er setzte an zu seiner Elegie über die Vergänglichkeit. Die Wurst wird in nur leicht variierten Sätzen umkreist, als wäre sie ein Lebewesen, das noch ganz da wäre, wenn er es nur in seiner Vollkommenheit belassen hätte. Die Wurst als Zipfelchen der Ewigkeit. Und doch, die Einsprengsel der Gewalt sind kein Zufall. Walser schreibt, ich könnte es jetzt noch krachen hören, wenn ich es nicht schon krachen gemacht hätte. Oder auch, was grausam zerbissen und zerstückt wäre, könnte ganz sein. Der Weltkrieg ging auch an Robert Walser nicht spurlos vorüber. Viele Jahre später, zwischen 1928 und 1933, beschrieb er, kurioserweise im Prosastück Auflauf, noch einmal den Zauber der Wurst, samt Anforderungsprofil. Und das lautet, flott und ungezwungen sollen Würste beim Zerteilen knacken. Doch es gibt Würste, die zu verzichten scheinen, Festigkeit zu besitzen. Eine Wurst soll von Umglänztheit blitzen. Die Haut muss das Fleisch stramm umsitzen. In diesem Sinne sagen die Maulhelden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ärmel hoch. Freunde, es geht ans Wursten. Und hier folgt nun das Wurstrezept aus unserer Kolumne Die Maulhelden im Literarischen Monat. Wursten mit Walser. Wie geht das? Wursten für 20 Personen, wir rechnen mit einer Dauer von 90 Minuten.
Man braucht ein Wurstfüllgerät, das kann man beziehen bei verschiedenen Metzgern, aber auch beim Schweizerischen Ausbildungszentrum für Fleischfachberufe. Das Gerät heißt Insacatrice, kann man auch auf eBay erwerben. Oder man kann es ganz einfach machen, nämlich mit einem Dressiersack, mit einem sogenannten Stoßrohr. Das kann man in Spezialgeschäften kaufen. Stoßrohr ist der Fachausdruck. Die Füllung und die Haut. Die Füllung werden wir nachher erläutern und die Haut, die gibt es beim Metzger passend zum Stoßrohr. Da muss man also den Millimeterdurchmesser kennen. In der Regel sind das Schweinsdünndärme mit 30-32 Millimetern Durchmesser. Der Spaß ist größer, wenn man die Füllung selbst herstellt. Wir zeigen euch hier, wie man die Füllung für Bratwürste macht. Zuerst der Fleischanteil. Wir bestellen beim Metzger 4 Kilo Brät, wohlverstanden, ich habe gesagt für 20 Personen. 4 Kilo Brät, und zwar 3 Kilo mageres Schweinefleisch, 5 oder 8 Millimeter Kaliber. Der Metzger wird wissen, was das ist. Im Sinne von Robert Walser konzentrieren wir uns auf das Beseelen der Würste, also das Aromatisieren der Brätmasse. Wer will, kann Fleisch und Speckstücke ganz kaufen und durch den Fleischwolf drehen, also selber die Masse herstellen. Up to you. Jetzt das Wichtige, der Gewürzanteil. Als Grundwürze empfehlen wir pro Kilo Brät 17 Gramm Kochsalz, 10 Gramm Weißwein, 2 Gramm Pfeffer, 1 Gramm Muskatnuss, 1 Gramm Matis, 0,5 Gramm Majoran. Salz und Majoran machen nämlich das Bratwurstige aus, also diesen ganz besonderen Bratwurstgeschmack bringen die beiden rein. Alles andere darf variiert werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben eine Brexit-Wurst gemacht. Das ist mit Schwarztee, Toastbrot und Whisky. Und eine für den griechischen Ex-Finanzminister Varoufakis. Das ist die sogenannte Varoufakis-Wurst. In der sind drin Knoblauch, Fenchelsamen und Ouzo. Ja, ihr seht, ihr könnt nach Belieben so weitermachen. Wird die Wurst rasch gebraten, empfehlen wir, gedämpfte Zwiebeln beizumischen. Darf die Wurst aber an einem kühlen, trockenen Ort reifen, ersetzt man Koch durch Pökelsalz. So erlebt die Füllung die zarte Errötung, die Robert Walser so berührt hat und die die Wurst zu einem Wesen sui generis macht. Das war die Kolumne der Maulheldin aus dem literarischen Monat, und zwar aus dem Heft März bis Mai 2019.